Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Celia 2. In der letzten Folge haben wir Judes Kapitel abgeschlossen, also das erste von was weiß ich wie viele. Und ja, ich habe wieder eine kleine Trainingssession hinter mir. Guck ich das an, Level 18, boah, geil, ne? Ja, mal eine kleine Info zu den Trainingssessions. Wenn ich trainiere, dann, naja, lerne ich nichts Neues, um es einfach auszudrücken. Ich habe hier nichts dazu bekommen, weil gar kein Charakter. Ich habe keine neuen Arts gelernt. Und ja, das wird bei jeder einzelnen Trainingssession so sein. Was ich immer gemacht habe, ist, ich habe irgendwie immer so weit trainiert, dass alle kurz davor waren, irgendwas zu lernen. Hier 306 haben wir zum Beispiel. Hier mal 495. Das heißt, in den nächsten Kämpfen werde ich nur Fähigkeiten absahnen. Das finde ich richtig gut. Ähnlich auch mit den Titeln. Ich habe keinen einzigen Titel dazu bekommen. Wir haben noch 470. So viel hatte ich, glaube ich, auch im letzten Part. Und ja. Weiß nicht. Habe ich mir seit Tales of Xillia 1 so angewöhnt. Und das soll auch so bleiben. Weil ich möchte offscreen nichts verzeichnen. Da sagt er auf einmal, wo hast du das denn? Und wo kommt das denn her? Und was weiß ich. Und ja, ich würde sagen, wir würden... Nee, warte mal. Ich habe schon wieder ein bisschen Geld eingebüßt hier. 10.000 wollte Innova haben. Ich habe schon mal 9.000 eingezahlt. Und irgendwas soll jetzt wieder in meinem Briefkasten sein, hat sie gesagt. Also gucken wir mal direkt nach, wenn ich jetzt wüsste, wo ich nochmal wohne. Ich glaube da. Dann werden wir wahrscheinlich den Rest des Parts erstmal wieder ein bisschen trainieren. Nee, wer ist das denn? Ja, nicht trainieren, Mission erledigen. Weil anscheinend brauche ich diese ganzen Holzsiegel und Holzmarken irgendwie, um die meisten Missionen zu erledigen, deswegen machen wir halt auch schnell. Fertigkeitenbuch Mosquito, ein Buch, mit dem Ludgard Zugang zur Fertigkeit Minimalschaden hält. Ja, super. Wenn ihr genau das gleiche macht wie im ersten Teil, dann ist das ja richtig blöde. Boah, hat sogar null. Ich fasse nicht. Alle Angriffe bringen nur einen Schadenspunkt. Das ist ja richtig schön. Okay. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt Strategie und so was alles? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ich war auch wieder kurz davor, so einen Kochentitel zu bekommen. Da ist voll nervig, irgendwie so pingelig darauf zu achten, ja. Wann du einen neuen Titel und so was alles lernst und wann du eine neue Fähigkeit und so was lernst. Deswegen. Ja, warte mal. Bericht. So, das sollte ich vielleicht mal abgeben. Weil so, wenn ich mir jetzt hier Sonnenstrahl angucke, den Namen, das könnte auch vielleicht eine Dingens sein. So eine Extrator-Dingens. Ist mir, weiß ich nicht, letztes Mal so aufgefallen. Sonnenstrahl, das sagt mir irgendwie nichts. Deswegen gucken wir mal. Da müssen wir, glaube ich, so abgeben, ne? Ich habe etwas, was ich in einem Objektladen verkaufen wollte, aber die wollen es nicht. Würde ich jetzt gegen etwas Gapsleder eintauschen? Ach, da müssen wir noch abgeben, okay. Sonnenstrahl, das ist tatsächlich ein Ding. So, das Ding habe ich irgendwie nicht gefunden. Ich glaube, da muss man irgendwie eine Katze hinschicken. Weil ich habe das ganze Dinge nochmal auf den Kopf gestellt und da finde ich einfach nichts. 1, 2, 3, okay. Rosalhöhenstraße, Dimensionsriss. Okay, wir sollen auf der Torbalan-Höhenstraße einige kaputt hauen. Mache ich damit Vergnügen. Tatalian-Kluft, war ich da schon mal? Weiß ich nicht. Ja, ich habe Holzabzeichen erst und ich brauche... Den versuchen wir, glaube ich, im nächsten Part oder so, wenn ich die ganzen Fähigkeiten alle gelernt habe, für die ich schon mal vorgesorgt habe. So, Sonnenstrahl. Auskundschaften, Donnergrollen, bla, nur Licht, okay. Warte mal, was hat er? Da Levelwiederherstellung kann er lernen, das finde ich richtig nett. Warte mal, jetzt erstmal ein paar Monster hier schlachten. Wenn ich das nächste Mal auch gut vorbereitet bin. Vielleicht versuchen wir ja mal dieses Elite-Monster. Weil ich glaube, mit Level 18 müsste man ja eigentlich schaffen, oder? So, Elise! Ich bin überhaupt niemanden verbunden. Auf Screen, ey. Also, nachdem ich mit Elise irgendwie... Natürlich, Glück! Weil immer, wenn ich mich
mit Elise neu in einen Kampf verbunden habt, dann passierte das ja. Excuse me. Can I ask you a favor? Could you tell me more about your life here in Olympias? Elise is really interested in you. Of course, she's not asking you to do it for free. You don't need to do it right away, but maybe one day soon? I'm really looking forward to it. Use that in good health. Sehr schön. Elise mag uns. Aha, sehr schön. So soll es auch sein. Fähigkeitenbuch, Spiegelschutz, okay. Was macht das nochmal? Ich habe das ja schon letztes Mal gesehen, als ich das bekommen habe. Während den ersten 3 Sekunden der Abwehr werden 20% des eingesteckten Schadens auf Gegner zurückgeworfen. Geil, her damit. Ich habe sogar noch, geil. Ja, und weil ihr euch wundert, warum ich so viel FP habe, ich sollte mal gucken, wegen der Katze übrigens. Ich bin hier mal bei Feinddaten hingegangen. Wenn man die F4 drückt, dann kann man nämlich sehen, wie oft man die Gegner besiegt hat und wie oft man die nochmal besiegen muss, damit man einen FP-Bonus bekommt. Und ja, beim ersten scheint man immer 2 zu bekommen, beim zweiten 4. Und da finde ich mal richtig nice. Weil da war glaube ich auch bei jeder Fertigkeit, die wir lernen, irgendwie die Hälfte an FP noch zu bekommen. Kann ich mir irgendwie vorstellen, hat man voll viel bekommt irgendwie am Ende. Kann man echt so viele Fähigkeiten lernen. Ich merke gerade, ich habe noch nichts gelernt, was soll das? So, jetzt aber. Was war's? Blutroter Zorn und kurze Gewinnen. Lesen schon mal etwas. So, direkt mal wechseln. Zermalma. 12, was hast du denn noch? Ja, das wird jetzt locker alles gelernt, hey. Ich kann eigentlich nur die Dinger hier aufsammeln hier. Bams. Bäh. Ja, toll. So schön, ich Punkte glaube. Zack. Ah, sehr schön, wenn die Gegner so schnell kaputt gehen. Bin ich. Ah, gut. Sehr schön. I prefer medium rare. Was soll das denn? So, wer hat alles eine Fertigkeit und so gelernt? Illusionsschritt, bla 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 bla. Okay, gucken wir mal. Illusionsschritt. Bei anderen schnellen Schritten werden keine AZ verbraucht. Ach, dieses Rumspacken wie im ersten Teil ist das. Lass mal erstmal. Verborgenes Ziel. Ach, du hast nichts, ne? TP gewinn, Leben erhöhen, das würde ich gerne haben, aber geht nicht. Machen wir Zauberschutz mal weg, so lange. Und du hast noch nichts Neues gelernt, also den ganzen Part werden wir ja wahrscheinlich nur mit neuen Sachen lernen, verbringen, Austausch. Den Vorschlag aber, ey, voll der Spoiler. Ja, anscheinend kommt man irgendwann einen Hammer, aber, bäh. Jetzt bin ich voll gespoilert. So, Wirbelwindattacke. Warum hast du denn jetzt hier so was alles? Funke, Drachenschuss. Warum brauchst du denn jetzt so viele? Servoschlag. Werden die abgezogen, wenn man das gelernt hat? Das wäre ja richtig blöde. Verdammt. Und ich dachte, ich hätte so vorgesorgt, ey. Stärke. Spiegelnde Abwehr. Ja, machen wir erstmal die Mission ja noch fertig. Mal ein paar Leute hier kaputt. Die Leute meine ich Monster. Der Typ kann voll viel Angriff in der Luft einsetzen. Der kann den hier, den kann den hier und den kann den hier in der Luft einsetzen, ey. Ja, ich hatte ein bisschen Zeit hier rum zu experimentieren. Wie man offensichtlich sieht. Dance! Ich wünsche nur, ich würde irgendwie, keine Ahnung, Erfahrungspunkte und so bekommen. Also anständig Erfahrungspunkte. Ey. Was ist denn das? Warte mal, hab ich überhaupt? Okay, Autoobjekt ist noch aus. Ich mach nicht mal meinen gleichen Fehler. Aua. Oh, Jude, hilf mir. Ich werde die ganze Zeit umgehauen. Aua. Danke. Das ist ein Wrap. Zerbruchschlag, Level 2. Zornschürer. Perfekt. Und wieder wechseln. Warte mal, wir hatten nochmal ein neues Art gelernt vorhin. Ich? Okay.
Schneller Schlag, nee. Donnergolem, Zeitdesintegrator. Blutroter Zorn. Steuert den Gegner mit einem Flammensalto im Porn, zerschlitzt sie in der Luft mit Feuerklingen. Geil. So, aufsteigender Falke. Ja. Chance, keine AZ zu bauen. Höhe und Schaden durch verbesserte Arts. Okay, sehr schön. Bin ich richtig toll, dass meine ganzen Arts so aufleveln kann, wie ein Grace SF irgendwie. Erinnert mich das. So, Brise, Sprungabbruch. Bäh. Leuchten, Auskundschaften. Was können wir mal nehmen? Ich werde echt wieder abgezogen, verdammt. Heiler, strafender Schuss, das brauchen wir auch noch, das brauchen wir auch noch. So. Ja, ich weiß gar nicht, welche Monster ich noch töten muss und welche nicht, aber egal. Ja, wenn du musst. Bams! Okay, warte mal, wie ist der neue Angriff? Bams! Bams! Sehr schön. Gut, wir werden langsam, aber sicher stärker. Gewonnener Titel, ich kann fliegen, okay. Wie sieht jetzt überhaupt die Beziehung mit den Charakteren aus? Elise hat ein Herzchen, Elvin hat noch kein Herzchen. Okay, dann tun wir mal ein bisschen... Katze, die Katze, ich habe die Katze vergessen. Braunchen, folgende Katzen haben sich da angeschossen. Okay. Elf, okay. Katzen ansehen. Hey, cool. Ich kann mit Katzen ansehen. Wer ja, jetzt als einziger hier raussticht, ey. Ja, die habe ich bekommen, ne? Soll ich auch irgendwie einen Tales of Charakter darstellen? So, keine Ahnung. Bonus anzeigen. Gebietsbonus Olympios. Okay. Katze losschicken. Oh! Oh! So kann man gucken, ob man... Okay. Ja, okay, das hätte ich gerne vorher gewusst. Das heißt, wir können noch welche finden. Okay, Luke, das ist ja die Katze, die ich so gefunden habe. Das heißt, es werden auch Katzen angezeigt, die nicht so gefangen werden können. Das ist ein bisschen blöd. So, wenn ich jetzt wüsste, im Heliobock-Forschungszentrum soll ja diese Dinge sein. Ja, doch, losschicken, meine. Da soll ja irgendwo hier diese Puppe sein, die ich bekommen soll, die ich abgeben soll für die Quest. Ja, ich habe alles auf dem Kopf, ich habe die nicht gefunden. Aber, Elvin, hilf mir mal. Aber. So, ist das eine? Nein, wir sind nicht. Can turn into a backpack. Yep. Hey, I got my own backpack too. Die Fertigkeit Auskunft schaffen. Durch das Aktivieren der Fertigkeit Auskunft schaffen kannst du die Schwachstelle des Gegners ermitteln, indem du R1 drückst. Vor allem Elite-Monster haben mehrere Schwachstellen. Tut es also gut daran, diese Fertigkeit im Kampf gegen sie zu verwenden. Okay. Sollte ich sie vielleicht mal verlässlicher Partner? Okay. Doch mal ausrüsten, ne? Auskunft schaffen. Okay. Noch. Und dann mal noch hier schurkslose Kraft. Oh! Hm. Verborgenes Ziel. Mein Verspotten, da brauche ich eigentlich nicht so verspotten. Zauberschutz kommt wieder rein. So, was ist denn jetzt hier noch offen? Hier. In Arbeit, in den Zug nach Marsburg, eine Geisterpuppe. Okay. Achso, das ist allgemein. Erdmann Dragora und alte Katzen nur noch. So habe ich hier schon so lange gekämpft, dass ich weiß, was für welche Viecher sind. Dann versuchen wir auch mal Elite Monster noch. Obwohl ich so Bedenken habe, dass wir das schaffen. Mit einer Vierertruppe. Oh ja. Verborgenes Ziel. Oh, mach mal, beschleunigen wir das ein bisschen.
Da. Okay, das sollte ich vielleicht mal auch benutzen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Kann man schneller mit diesen Dingern aufladen. Und zack! Ey! Was zum Teufel? Aua! Aua! Bock! Ah, meine ganzen Items. Was? Also, Kochrezept, ne? Konatitel Knarren, Knarren, Knarren. Ja, den habe ich aufs Genau bekommen. Auf der Kanal als geledigt gemeldet werden. Okay. Alle beide? Jo. Dann gucken wir noch Alliumkugel hier. Oder Alliumkugel. Sprungabbruch, da kann ich auch mal lernen, ne? Rüstungssammler, Level Wiederherstellung, jawohl. Ja, FP. Drank Shot, Leuchten, Level Wiederherstellung. Oh ja. Den brauche ich echt, den, diese Fähigkeit, ey. Weil wir irgendwie nie hier so ein Ding haben, hier so ein, weiß ich nicht, eine Versicherung irgendwie. Ob wir mal uns schnell erholen können, einfach so. Habe ich vermisse ich irgendwie seit dem ersten Teil. So. Was? Stärke. Beweglichkeit. Okay, Beweglichkeit. So, dann gehen wir die mal ab, die Missionen. Und dann versuchen wir es mal gegen Elite Monster. Ich meine, das ist halt eine Viech, weil mir schon so oft über den Weg gelaufen ist. Glaube ich. So, erstmal die Mission abgeben für Ruhm und Ehre und Geld. Der Typ mal hier spawnen würde, danke. Okay, wir haben die getötet. Haben wir die getötet. Haben wir die getötet. So. Und direkt wieder neue Sachen, ey. Können wir irgendwas abgeben? Nein. Okay, die scheint immer wieder neu zu spawnen. Wir haben fast gar keine Punkte bekommen. Was? Wir müssen nur uralte Katzen besiegen. Was zum Teufel? So, Elite Monster. Weihwindauge. Doch, da ist sogar das Viech. Torballe Höhenstraße. Okay, dann. Tun wir uns mal noch in der Herberge ausrufen. Ausrufen, was? Und dann. Weiß ich nicht. Erstmal übernachten hier. Ich kann mich ja nicht anders heilen. Und dann hoffe ich, dass wir mich irgendwie töten können. So, dann. Haben wir irgendwie sowas, was unsere, ja, da haben wir was. Was könnten wir während des Kampfes gebrauchen? Ja, ich bin vorbereitet dieses Mal. So. Ach, man kann übrigens auch hier schnell reisen. Man muss einfach nur die Leute hier fragen. Ja, hier sind irgendwie so Soldaten, die einen so geleiten. Und ja. Ja, der Soldat, der bringt mich zum Beispiel direkt zur Heliobock-Festung. Hätte ich gerne vorher gewusst. Aber jetzt speichere ich mal, weil ich könnte hier jetzt halt drauf gehen und habe ich die ganzen Fähigkeiten verloren und wenn ich voll kacke. So, hoffentlich läuft das so locker, wie ich mir das vorstelle. Level 18, ja. Obwohl, die Mission hätten wir schon viel früher machen können, deswegen. Boah, 20 Watt. So. Erdbluch. Geschlagener, aufgeschlagener, aufgeladener Schlag, meine ich. So, Intelligenz, warum nicht? Ach ja, du hast die beiden gelernt. Hm. Oh, okay. Ist kurz davor wieder. Sehr schön. So muss das. So, die werden nicht verbraucht, okay.
ich dachte. Geistaufladung, ja, das ist auch nicht schlecht. Wegen dem Ballad. Weil man bekommt sowieso Punkte, glaube ich, aber die werden noch nicht verbraucht. So, da hinten hat Viecher sind. Ich bin mir so ein bisschen sicher. Eine Art verbessert. Und so lief das die ganze Zeit während des Trainings. Ich musste immer aufpassen, dass ich nicht irgendwie eine neue Fähigkeit gelernt habe. Weil ich will das verbuchen während des Let's Plays. Ist das krank? Das möchte ich haben. Und das auch. Überschreitungsverlängerung 2 ist, glaube ich, noch genauso wie im ersten Teil. So, kann ich dich von hinten angreifen? Das wäre so viel dazu. Also es ist so ein anderes Viech noch bei 67.000, ist das viel? Na, warte mal, bist du ist alles resistent? Das ist sehr geil. Du scheinst mir nicht so unmenschlich stark zu sein. Machen wir erstmal die Putte. Und wer du tust sie wieder beleben, das finde ich richtig blöde. Ich treffe den nicht. Und ich sehe schon, da ist wieder einer neu aufgetaucht. Ja, die tauchen sofort auf. Sehr schön. Mit sehr schön meine ich Scheiße. Okay, den hauen wir locker kaputt. Ja, gar nichts drauf. Boah. Okay, Jude. Fällt mir gerade was ein. Jude, hilf mir mal hoch. Jude? Noch nicht. Was denn? Egal. Warte mal. So, zack. Sehr schön. Zack. Sehr schön. Da ist wieder mit Shoot, falls ich wieder um. Boah, jetzt ist er leicht tot. Ich fasse es nicht. Er trainiert mal ein bisschen voll im Bar. So, zwei. Bam. Null, was? Mach ich eben das hier. Was soll ich dagegen tun, ne? Und tot! Jawohl. Okay, das war einfacher als gedacht. I hope that was served up to your liking. Sehr schön. Tobolan, ja, was? Okay. Elitejäger, fortgeschritten. Sehr schön. Warte mal. Tobolan. Ja, dein Ehescher auf Tower und Hühnschau zu finden, sind sich bei jungen Mädchen großer Beliebtheit erfreut. Okay. Na, ja, egal. Dann gehen wir die Mission nur ab und dann würde ich sagen, war's das. Für diese Folge haben wir wieder irgendwie was erreicht und so. Und weiß nicht. Nächste Folge, entweder machen wir, falls für Elise auch so eine Mission jetzt verfügbar ist, weil sie jetzt ein Herz hat, ihre Mission war, machen in der Story weiter. Oh, das ist ein seltenes. Kommt schon, immer mal auch noch platt. So, Ausrufezeichen, Viecher. Die dürfen ja nicht so stark sein, eigentlich. Das sieht man ja. Und zack. Also bin ich eigentlich gut immer noch. Ich will Elise haben. Super easy. Easy. Ha. Maybe. Das Achtungssymbol. Das Achtungssymbol ist ein seltenes Spezialsymbol und kennt euch eine Gruppe von Gegnern, die stärker sind als normal. Haben wir noch keinen von denen begegnet? Sind wir noch keinen von denen begegnet, meine ich? Wenn du einen Kampf gegen ein Monster gegen einen Achtungssymbol gewinnst, erhältst du doppelt so viel Erfahrung und Galt wie sonst. Wenn du einen Kampffertigkeiten vertraust, ist es ein Versuch wert. Was heißt der Kampffertigkeiten vertraut? Ich war einfach nur zu stark. Ey! Wo kommst denn du her? Nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn du musst, okay. Hauen wir einfach ab. Weil es scheint ja auch Titel zu geben fürs Wegrennen. So, Alvin, du hast wieder was gelernt.
Okay, Geiststärken, nicht schlecht. So, dann muss unsere Belohnung für das Viech ab. Na, Mastert. Nee, mal gucken, ob bei Elise jetzt irgendwas ist. Ich sehe keinen Stern, also bei Elise müssen wir noch etwas mehr Freundschaft haben. Ma. Ja, Weihwindauge. Was? 12.000 galt. So. Ja, nix hier. Dun, dun, dun. Payment due. Okay. Hier, nimm die 1000. Jetzt geh weg. I wonder if the sound of my voice brightens your day. I bet it does. Und schon wieder direkt verzahlen, ey. Ah. Na gut. Was ist? Habe ich hier noch irgendwie was? Wie ist mit der Katze aus? Ich will. Ma. Okay, in der nächsten Folge ist sie aber da. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir mal, weiß nicht, die Story vielleicht ein bisschen vorantreiben. Ja, können wir machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.